Ein Jahrhundert ist verflossen seit der Oktoberrevolution und seit dem Dekret über den Frieden. Aber leider, die heutige internationale Situation scheint dieses Dekret vollständig vergessen zu haben. Und auch die Linke scheint nicht dieses Dekret lebendig zu erinnern und in die Praxis zu verwirklichen. Die internationale Situation ist bedenklicher. Viele sprechen von der Gefahr eines großen Krieges. Wir könnten sogar sagen, man hat den Eindruck, nicht mehr in der Nachkriegszeit zu leben, sondern in einer Vorkriegszeit. Natürlich, das ist zugespitzt formuliert. Ich hoffe, dass diese Zuspitzung eine Übertreibung ist, aber trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass die Kriegsgefahr ständig wächst. Wir haben viele neokoloniale Kriege gesehen, aber jetzt gibt es die Gefahr, dass ein großer Krieg, mehrere Analysten sprechen von der Gefahr des dritten Weltkrieges. Deswegen, es ist besser, dass wir über dieses Problem reflektieren. Nicht nur gibt es diese Gefahr, aber wir sehen schon die Ideologie des Krieges, die Kriegsideologie. Und welche ist die Kriegsideologie des Westens und der Vereinigten Staaten hauptsächlich? Es geht um die Demokratie. China und Russland sind die Gegner der Demokratie. Sie sind nach dieser Auffassung die Verkörperung des Autoritarismus. Also, das heißt, der Krieg des Westens oder die Kriegsvorbereitung des Westens ist ein Beitrag zur Demokratie und zum Frieden. Nur, diese Kriegsideologie ist gar nicht neu. Diese Kriegsideologie war ganz lebendig, schon als die NATO gegründet wurde. Und als die NATO gegründet wurde, war die Situation auch besorgniserregend. Es gab den Krieg in Korea und im Januar 1952, der Krieg war im Gange, liebäugelte der US-Präsident Truman, um den Stillstand in den militärischen Operationen in Korea zu beseitigen, mit einer radikalen Idee, die er auch in einer Tagebuchnotiz festhielt. Man könnte, ich zitiere Truman, man könnte der Sowjetunion und der Volksrepublik China ein Ultimatum stellen und dabei im Voraus deutlich machen, dass dessen Nichtbefolgung bedeuten würde, dass Moskau, St. Petersburg, Mukden, Vladivostok, Peking, Shanghai, Port Arthur, Dalian, Odessa, Stalingrad und alle Industrieanlagen in der Sowjetunion und China ausgelöscht werden. Ende des Zitats. Und es handelte sich dabei keineswegs um einen gruseligen Wunschtraum ohne allen Bezug zur Wirklichkeit. In jenen Jahren wurde China, das dabei war, die antikoloniale Revolution zu vollenden und nationale Unabhängigkeit und territoriale Integrität zu erlangen, wiederholt mit der Atomwaffe gedroht. Die Drohung war umso glaubwürdiger, da die schreckliche Erinnerung an Hiroshima und Nagasaki noch lebendig war. Im Übrigen wurde nicht nur die Sowjetunion und die Volksrepublik China bedroht. Am 7. Mai 1954 besiegte im vietnamesischen Dien Bien Phu ein von der kommunistischen Partei geführtes Volksheer die Besatzungstruppen der französischen Kolonialmacht. Am Vorabend der Schlacht hatte sich der US-amerikanische Außenminister John Foster Dulles folgendermaßen an den französischen Premierminister Georges Bidault gewandt:
sollen wir ihnen nicht zwei Atombomben geben, die dann unmittelbar gegen Vietnam einzusetzen wären? Und trotzdem, trotz dieser Bereitschaft, auch einen nuklearen Krieg zu entfesseln, damals war die Ideologie der NATO-Länder und der NATO-Organisatoren, die Ideologie des Westens, dass die bürgerliche Demokratie, die westliche Demokratie, eine Garantie für den Frieden war. Und als Italien der NATO teilnahm, hat Palmiro Togliatti war der Generalsekretär der italienischen Kommunistischen Partei, war schon gewesen einer führenden Leader der Kommunistischen Internationale. Palmiro Togliatti sprach in dem Parlament, und ich zitiere: Ihr Hauptargument ist, dass Demokratien, wie sie sie nennen, keine Kriege führen. Aber meine Herren, wofür halten Sie uns? Glauben Sie wirklich, uns mangle es an jeglicher politischer oder geschichtlicher Bildung? Es ist einfach nicht wahr, dass Demokratien keine Kriege führen würden. Alle Kolonialkriege des 19. und 20. Jahrhunderts wurden von Regimen geführt, die sich als demokratisch bezeichneten. So führten die USA einen Angriffskrieg gegen Spanien, um ihre Herrschaft in einem Teil der Welt zu festigen, der sie interessierte. Sie führten Krieg gegen Mexiko, um bestimmte Gebiete zu erobern, in denen sich bedeutende Rohstoffvorkommen befanden. Sie führten etliche Jahrzehnte lang Kriege gegen die indigenen Indianerstämme, um sie zu vernichten, und gaben so eines der ersten Beispiele für das Verbrechen, das heute juristisch als Völkermord bezeichnet wird und künftig gerichtlich verfolgt werden soll. Ja, das war die Rede von Togliatti. Damals war klar für die Kommunisten und auch für die linke Kräfte, dass die bürgerliche Demokratie gar nicht synonym mit Frieden ist, kann sogar synonym mit Krieg sein. Aber als der erste Golfkrieg ausbrach, 1991, damals fing die Kommunistische Partei Italiens an, sich aufzulösen. Und damals, zum Beispiel, ein der berühmtesten Philosophen der KP, Giacomo Maramao heißt, schrieb, um diesen Krieg zu unterstützen, dass die Demokratien keinen Krieg gegeneinander führen und die Ursache des Krieges war die Diktatur in Irak von Saddam. Das heißt, die Lektion von Togliatti war ganz vergessen. Und das ist eine Katastrophe gewesen. In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, dass diejenigen, die die Kommunistische Partei liquidiert haben und das Dekret der Oktoberrevolution über den Frieden liquidiert, ebenso liquidiert haben, sie waren Rückschrittiger sogar bestimmten Staatsleute des Westens. Ja, ich möchte in diesem Zusammenhang Henry Kissinger zitieren. Henry Kissinger konnte schon die Kriegssache. Aber Henry Kissinger hat geschrieben: Als der Erste Weltkrieg ausbrach, wurden die meisten Länder Europas, einschließlich Großbritannien, Frankreich und Deutschland, von in wesentlichen demokratischen Institutionen regiert. Und doch wurde der Erste Weltkrieg eine Katastrophe, von der sich Europa nie wieder völlig erholt hat, von allen demokratischen gewählten Parlamenten enthusiastisch gebilligt. Wir kennen die
die Billigung der Kriegskredite in Deutschland, aber dasselbe oder etwas Ähnliches ist in Italien und in anderen Ländern stattgefunden. Tatsächlich hat der Krieg nicht einmal um die Länder einen Bogen gemacht, die sich gerne als die ältesten Demokratien der Welt feiern. Großbritannien und die Vereinigten Staaten führten von 1812 bis 1815 Krieg gegeneinander. Damals hat selbst einer der Gründungsväter der Nordamerikanischen Republik, Thomas Jefferson, gegen Großbritannien einen ewigen, ist ein Zitat, einen ewigen und sogar einen totalen Krieg beschworen. Einen Krieg, sagt Thomas Jefferson, der nur mit der Auslöschung, Extermination der einen oder der anderen Seite würde enden können. Das heißt, sogar die ältesten Demokratien haben einen Krieg untereinander geführt, der diese fanatische Töne hielt. Noch im Jahr 1930 hat der amerikanische General Douglas MacArthur einen Kriegsplan gegen Großbritannien für den Notfall vorbereitet. Ein Kriegsplan, der sogar die Verwendung chemischer Waffen erwog. Und natürlich dürfen wir nicht die Kolonialkriege vergessen. Togliatti sprach auch von den kolonialen Kriegen. Trotzdem, das Vergessen des Dekrets über den Frieden, das Vergessen der Lektion von Togliatti hat so eine Katastrophe herbeigeführt, dass anlässlich des Krieges gegen Libyen, damals war Ministerpräsident Silvio Berlusconi hatte und hat verschiedene Interessen in der ganzen Welt, und er zögerte, diesem Krieg teilzunehmen, weil er dachte, dass vielleicht für sein Interesse nicht so günstig der Krieg war. Und bei dieser Angelegenheit hat eine Frau, Susanna Camusso, der Vorsitzende der GGL, das heißt der wichtigste Gewerkschaft in Italien, eine Gewerkschaft, die für lange Zeit von den Kommunisten hegemonisiert worden ist, hat Susanna Camusso Berlusconi kritisiert, weil er zögerte, dem Krieg teilzunehmen. Sie hat gesagt, es geht darum, den Völkermord, der von Gaddafi begangen wird, zu stoppen, und wir brauchen nicht zu zögern, wir müssen unbedingt diesen Krieg beenden. Und Susanna Camusso hat Erfolg gehabt, weil Berlusconi auch sofort dem Krieg teilgenommen hat. Es geht nicht nur um Susanna Camusso, es tut mir leid, ihr eine andere Frau zu zitieren. Rossana Rossanda, Mitbegründerin der kommunistischen Tageszeitung Il Manifesto. Kommunistische Tageszeitung ist eine Selbstdefinition, die ich jetzt nicht in Frage stellen möchte. Also, Rossana hat auch diesen Krieg gewissermaßen bejaht, unterstützt. Vielleicht nicht mit den militanten Tönen von Camusso, aber hat diesen Krieg. So können wir uns nicht verwundern, dass die Kriegsgefahr wächst, ohne dass die Reaktion der Linke stärker wird. Unsere Reaktion ist noch zu schwach. Die Kriegsgefahr wächst, und wir müssen eben unseren Kampf weiterführen und verbreiten. Aber damit wir imstande sind, diese Aufgabe zu erfüllen, müssen wir verstehen, was geschieht jetzt.
Warum die Kriegsgefahr wächst. Es gibt Genossen, Leute, Genossen, sogar Parteien innerhalb der kommunistischen Bewegung, die sich begrenzen zu sagen, ja, das ist der Kapitalismus. Und sie haben recht natürlich, es ist klar, wir können nicht diese Kriege verstehen ohne den Kapitalismus und den Imperialismus. Aber diese Antwort ist nicht genügend, auch aus dem Grund, dass der Kapitalismus ein System ist, der Jahrhundert dauert. Und wir kennen nicht die verschiedenen Situationen, verwechseln. Anlässlich des Ersten Weltkrieges galt die Parole, es ist bekannt, der Hauptfeind ist in dem eigenen Land. Aber diese Parole war richtig, weil eben die antikoloniale Revolution noch nicht begonnen hat. Die Protagonisten des Krieges waren nur die entgegengesetzte koloniale und imperialistische, Mächte. Und gegen alle sollte eben der Kampf der Revolution organisiert werden. Aber heute ist die Lage ganz anders. Zunächst nach der gegen den imperialistischen Weltkrieg, gegen den Ersten Weltkrieg, ist die Oktoberrevolution stattgefunden und ist das erste sozialistische Land entstanden. Das heißt, heute sind wir in einer Situation, die ganz anders ist. Es ist nicht nur der Widerspruch zwischen den verschiedenen Imperialisten. Es gibt auch, es gab schon anlässlich des Zweiten Weltkrieges, den Widerspruch zwischen Kapitalismus und Imperialismus einerseits und Sozialismus andererseits. Und vor allem nach dem Beginn der antikolonialen Revolution gab es auch den Widerspruch zwischen Kolonialismus und Imperialismus einerseits und Antikolonialismus andererseits. Wir können nicht von dem Zweiten Weltkrieg verstehen. Wir kennen nicht von dem Dritten Reich, wir kennen nicht von dem Wesen des Faschismus und des Nazismus verstehen, wenn wir davon absehen, dass Faschismus und Nazismus die koloniale Tradition wiederbeleben wollten, radikalisieren wollten, sogar diese, sie wollten sogar diese Tradition auch in Osteuropa gelten lassen und Hitler sagt mehrmals, dass das Dritte Reich die Aufgabe hatte, die germanische Indien in Osteuropa zu verwirklichen. Wie Großbritannien hat die Indien besetzt und das war eine der wichtigsten Kolonien Großbritanniens. Hitler wollte eben die germanische Indien in Osteuropa und vor allem in Sowjetunion etablieren. In anderen Fällen macht Hitler einen Vergleich zwischen dem deutschen Expansionismus in Osteuropa und dem Expansionismus der weißen Rasse in dem Far West, der USA. Auch in diesem Fall, ich zitiere jetzt Hitler, wird die stärkere Rasse triumphieren und seinen Willen imponieren. Hitler wollte sogar das sowjetische Volk versklaven. Einerseits waren die Indigene, die Einheimische ist das Wort von Hitler, die Einheimische der Osteuropas und vor allem der Sowjetunion. Einerseits waren sie die Indianer, die man dezimieren sollte, um die Germanisierung des Bodens zu ermöglichen. Diejenigen, die nicht vernichtet waren, sollten als Sklaven, als Neger, als Sklaven oder Halbsklaven zum Dienst der anderen Rassen arbeiten. Die Kommunisten, die von Hitler ständig mit den Juden gleichgesetzt werden,
die Bolschewiken und die Juden, die Soldaten nach Hitler, die Revolte der niedrigen Rassen gegen die weiße Herrschaft zu entfesseln, sie waren restlos zu vernichten. Das ist die Geschichte des 20. Jahrhunderts und die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Wir wissen, dass die Niederlage von Hitler in Stalingrad war nicht nur der Sieg der Sowjetunion, war auch der Sieg des antikolonialen Kampfes. Die Niederlage des Dritten Reich und des faschistischen Italien war der Anfang der antikolonialen Revolution, die dann weltweit gewonnen hat. Man braucht nur an China, Vietnam, Kuba und so weiter, Algerien zu denken. Also, was ist jetzt die Lage und wie sollen die Kommunisten und die linke Kräfte den Kampf gegen den Krieg und die Kriegsgefahr verstehen und organisieren? Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges hatte die Kommunistische Internationale in dem 5. Kongress der Kommunistischen Internationale eben die These aufgestellt, nach der die Hauptgefahr international gesehen das Dritte Reich und die Faschisten und Nazisten waren. Nicht alle waren einverstanden. Einige wollten radikaler, die radikalste sein und sagten, ja, warum sollten wir nur an das Dritte Reich und an das faschistische Italien denken. Es gibt auch Frankreich, Großbritannien, auch diese Länder haben weite koloniale Reichs. Andererseits hat Togliatti, Leader der Kommunistischen Internationale und Generalsekretär der Kommunistischen Partei Italiens, eine These aufgestellt, die ganz anders ist und die ich jetzt dir möchte. Zitat. Eine Haupteigenschaft der Bolschewiken, zentral für unsere revolutionäre Strategie, ist die Fähigkeit, zu jedem Zeitpunkt zu begreifen, wer der Hauptfeind ist und alle Kräfte auf diesen Feind zu konzentrieren. Das heißt, das war in der nach Togliatti die Haltung, die wirkliche revolutionäre Haltung. Man darf nicht alle gleichsetzen, alle sind Kapitalisten. Schon Marx hat sich lustig gegen die Auffassung gemacht, nach der es gibt nur wenige Sozialisten und Kommunisten, wenige Revolutionäre und alles andere ist eine reaktionäre Masse, ist ein Zitat aus Marx. Das ist eine Stellung, eine Haltung, die nur zur Niederlage führt und nicht das revolutionäre Prozess vorwärts treibt. Eben weil die These von Togliatti gewonnen hat, die These, nach der die Bolschewiken, die Kommunisten, die linke Kräfte sollten den Hauptfeind verstehen, individualisieren und gegen ihn alle Kräfte konzentrieren. Nur weil diese Thesis, die Oberhand gewonnen hat, haben wir gesehen nach dem Zweiten Weltkrieg die Verbreitung der weltweiten antikolonialen Revolution und auch die Verbreitung der kommunistischen Bewegung, die oft die antikoloniale Revolution inspiriert und geführt hat. Also, ein ähnliches Problem stellte sich während des Kalten Krieges. Für Togliatti war das schwierigste Jahr war 1952. Warum? In diesem Jahr fielen zwei Erklärungen Stalins
die nur schwer miteinander zu vereinbaren waren, die unmöglich ist zu vereinbaren, um klarer zu sein. In seiner kurzen Rede bei dem 19. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion beklagt Stalin die Unterwürfigkeit der europäischen und westlichen Verbündeten oder Vassallen Washingtons und rief die kommunistischen Parteien auf, das Banner der nationalen Unabhängigkeit und der demokratischen Freiheiten, das die Bourgeoisie ihrer Länder über Bord geworfen hatte, aufzuheben und voranzutreiben. In deutlichen anderen Worten äußerte sich Stalin im selben Jahr in seiner Schrift Ökonomische Probleme des Sozialismus in der Sowjetunion. Und in dieser Schrift Stalin sagt, ja, es gibt den amerikanischen Imperialismus, aber bald werden wir das auch verstehen, des deutschen und des japanischen Imperialismus, und früher oder später werden diese imperialistischen Mächte sich den Krieg gegeneinander machen. Diese zweite Erklärung ist viel anders als die erste Erklärung und ist viel schwächer, weil diese zweite Erklärung nicht die Besonderheit der Situation verstand oder versucht zu verstehen. Togliatti natürlich bestand darauf, den Hauptfeind zu individualisieren. Und in diesem Kontext kritisiert er die Vereinigten Staaten. Das Ziel dieses Landes, jetzt direkt Togliatti sei, Zitat, die Eroberung der Herrschaft über die ganze Welt. Daher die ökonomische, politische und militärische Unterwerfung einer ganzen Reihe von Ländern, die bis heute unabhängig und auch wie Frankreich und Italien kapitalistisch entwickelt waren. Die Vorbereitung eines Angriffs auf die Sowjetunion, auf China, auf die Volksdemokratie, um für diesen Angriff notwendige Kräfte bereitzustellen, um sein Ziel zu verwirklichen, hat der amerikanische Imperialismus Militärstützpunkte in der ganzen Welt errichtet, entsendet seine Truppen und stationiert sie in Länder, die bis heute unabhängig waren und die nie die Besatzung durch ausländische Truppen geduldet hätten. Ja, das war die Situation. Eine neue Situation, nicht die Situation des Ersten Weltkriegs, auch nicht die Situation des Zweiten Weltkrieges, eine neue Situation, wo der Imperialismus hauptsächlich von einem Land vertreten war, der nicht nur die Kolonien, die klassische koloniale Welt unterwarf, sondern versuchte auch kapitalistische Länder militärisch zu besetzen oder zumindest halb zu besetzen. Deswegen, sagte Togliatti, das Problem des Kampfes für den Frieden und gegen den Krieg ist nicht nur das Problem der Kommunisten oder der Linkskräfte. Die Bewegung, die Italien braucht, die Bewegung für den Frieden, die Italien braucht, muss eine Bewegung von großen Volksmassen für den Frieden sein. Zu welcher Partei, zu welcher sozialen Gruppe sie auch gehören mögen. Auch Bürger, die uns heute noch sehr fern stehen, müssen und können zur Arbeit für diese Sache gewonnen werden. Deshalb, hier bei der Indoyant, unsere Aufgabe, die Aufgabe der Partei der Arbeiterklasse ist es heute, wie in schwierigen Zeiten der Vergangenheit, die Interessen der ganzen Nation zu erkennen und zu verteidigen. Die Interessen der ganzen Nation. Wenn eine militärische Besetzung oder zumindest eine teilweise militärische Besetzung vorhanden ist, es ist klar, dass die ganze Nation zum Kampf gegen diese Besetzung aufgerufen werden muss.
Das war die Überzeugung von Goliath und von den kommunistischen Wertbewegungen. War dies der Verzicht auf den Klassenkampf? Einige waren diese Idee, ja, wenn wir von Nation sprechen, haben wir auf den Klassenkampf verzichtet? Die Antwort auf diesen möglichen Einwand kam sofort. Nein, es gibt keinen Gegensatz zwischen einer nationalen Politik und einer Klassenpolitik der kommunistischen Partei. Ende des Jahres. Das jetzt mein Kommentar. Togliatti kannte Wasthum Diegel zu gut, um sich hinter einer tradunionistischen Lesart des Klassenkampfes zu verstecken. Vor allem hat er in der Sowjetunion direkt den heldenhaften Widerstand von Moskau, Leningrad, Stalingrad gegen den Versuch des Dritten Reiches verfolgen können, die koloniale Tradition in Osteuropa wieder zu beleben und zu radikalisieren und dabei das gesamte sowjetische Volk zu Sklaven im Dienst der sogenannten Ehrenrasse zu machen. Togliatti wusste, dass der große Vaterländische Krieg, einer der größten Klassenkämpfe, nicht nur des 20. Jahrhunderts, sondern der Weltgeschichte war. Ja, war ein großartiger Klassenkampf und andererseits auch gleichzeitig auch ein großartiger nationaler Kampf gegen eben die kolonialistischen und imperialistischen Projekte von dem Dritten Reich. Es lohnt sich daran zu erinnern, dass im November 1938, als der japanische Imperialismus das chinesische Volk einer barbarischen Kolonialherrschaft zu unterwerfen und zu versklaven versuchte, sprach Mao Zedong von der Identität von nationalem und Klassenkampf. Wie der große Vaterländische Krieg ist auch der Krieg des Widerstandes gegen den japanischen Imperialismus zu den größten Klassenkämpfen der Weltgeschichte zu zählen. Und natürlich zum Beispiel die kubanische Revolution war gleichzeitig ein nationaler Kampf und ein großer Klassenkampf. Höchstwahrscheinlich kannte Togliatti den gerade zitierten Text von Mao Zedong nicht. Umso bezeichnender ist, dass er dank einer konkreten Analyse der konkreten Situation zu denselben Folgerungen kam. Das heißt, wir haben ein konkretes Problem zu lesen. Wir dürfen nicht eine Haltung billigen, nach der alle Kapitalisten und Imperialisten sind und die Kommunisten haben keine Unterscheidung zu machen. Darüber hat Gramsci einige wunderschöne Seiten geschrieben. Gramsci hat sich lustig über einen angeblichen historischen Materialismus gemacht. Er sagt, es gibt einige, die glauben, ihren Materialismus zu beweisen, indem sie unzählige materialistische Elemente, Komponente zitieren. Und Gramsci kommentiert, das ist eine barocke Überzeugung. Oder auch ein barocker Aberglaube. Leider besteht diese barocke Überzeugung und dieser barocke Aberglaube weiterhin. Wenn einige glauben, dass sie ihren Antiimperialismus beweisen, indem eine unendliche Liste von Imperialisten und von imperialistischen Mächten schreiben, das ist eben der barocke Aberglaube. Wir müssen eben die konkrete Analyse der konkreten Situation machen und diese konkrete Analyse sagt, dass
Es gibt keine Gleichheit zwischen den kapitalistischen Mächten. Nicht nur, es gibt Mächte, die eben ein koloniales Imperium entwickelt haben und andere, die dieses koloniale Imperium nicht haben. So können wir auch die Rolle des heutigen Russlands zu verstehen. Es genügt nicht zu sagen, in Russland hat der Kapitalismus wieder gewonnen, also Kapitalismus ist Imperialismus, Russland ist imperialistisch wie alle anderen. Das ist die Trägheit des Denkens oder des Nichtdenkens. Die konkrete Analyse der konkreten Situation. Der Krieg gegen Syrien war von den Neokonservativen, von den Vertretern der neokonservativen Revolution in den USA, schon am Anfang dieses Jahrhunderts beschimpft. Man braucht nur die Bücher zu lesen. Wir sind in einer Universität, das heißt, die Bibliothek ist nicht ganz fern. Man braucht nur die Bücher zu lesen, die eben in den Vereinigten Staaten veröffentlicht worden sind am Anfang dieses Jahrhunderts, wo die Vertreter des Neokonservatismus sagten, ja, Syrien ist zu stark gegen Israel. Syrien ist zu rebellisch. Israel den Vereinigten Staaten und dem Westen gegenüber. Wir müssen eine Farbenrevolution, Color Revolution in Syrien machen. Dieser Krieg ist bestimmt worden schon mehrere Jahre bevor er anfing und wurde bestimmt tausend von Kilometern entfernt von Syrien. Das ist der klassische kolonialistische Krieg. Und das müssen wir anerkennen. Und anlässlich dieses kolonialistischen Krieges ist die Haltung Russland ganz anders. Russland trägt dazu bei, die nationale Souveränität von Syrien zu verteidigen. Nationale Souveränität ist ganz wichtig. Es gibt einige Genossen, die wirklich glauben, dass, da wir Internationalist sind, kein Interesse für die Verteidigung der nationalen Souveränität haben. Das ist unsinnig. Man braucht nur daran zu denken, dass in den Vereinigten Staaten diejenigen, die mehr bellizistisch sind, diejenigen, die verlangen, dass Washington überall militärisch eingreift, auch ohne das Einverständnis des Sicherheitsrates des UNO. Diese Leute bezeichnen sich als die Internationalists. Che Guevara hat gesagt, das ist die Internationale des Verbrechers, des kolonialen Verbrechers. Unser Internationalismus hat natürlich nichts mit der internationalen des kolonialen Verbrechens zu tun. Das heißt, das ist unser Hauptfeind, den wir bekämpfen, bekämpfen müssen. Das heißt, auch zwischen Deutschland einerseits und Italien, auch die Unterscheidung zwischen den Vereinigten Staaten einerseits und die europäischen Verbündeten und Vasallen, Italien, Deutschland, Frankreich, wir müssen auch die Unterschiede betrachten. Natürlich, wir müssen ganz stark die Rolle von Deutschland und von Italien und von Frankreich anlässlich des Krieges gegen Jugoslawien verurteilen. Das ist ganz klar. Wir müssen natürlich die Rolle dieser Länder anlässlich des Krieges gegen Libyen. Ich habe Susanna Camusso zitiert,
obwohl sie Vorsitzende der Gewerkschaft ist, der ich selber angehöre, weil eben diese Unterstützung des Krieges gegen Libyen eine Schweinerei war. Um zu beweisen, dass es eine Schweinerei war, möchte ich nur einen Philosoph zitieren, heißt Todorov, ist ein Franzose, er stammt aus Osteuropa. Todorov, leider ist er vor kurzem gestorben, er ist ein Antikommunist, aber er hat geschrieben, und er hat geschrieben auch in einer italienischen Tageszeitung, die La Repubblica heißt, die kein bolschewistisches Blatt ist. Was hat er geschrieben? Mit dem Prätext, das Leben von 300 Libyen zu verteidigen, hat der Krieg des NATO 30.000 Toten bedeutet. Das heißt, es war ein Massaker. Es ist ein Massaker gewesen. Natürlich, das für die westlichen Länder ist ein kleiner Krieg. Aber Lenin hat schon erklärt, ist ein kleiner Krieg, weil keine große Verluste für die große imperialistische Mächte gewesen ist. Aber es ist ein Massaker für ein Kolonialvolk gewesen. Fünf Minuten. Ich habe das Wesentliche gesagt. Ich glaube, dass die Lektion von der Oktoberrevolution, von Lenin, von Togliatti, von der Geschichte der kommunistischen Weltbewegung auch heute sehr wichtig ist und sehr aktuell ist. Das heißt, wir müssen eben den Hauptfeind erkennen. Dieser Hauptfeind will ich nicht weiter zitieren. Und wir dürfen keine Angst haben, eine massenhafte Bewegung zu entwickeln. Massenhafte Bewegung. Dieser massenhaften Bewegung dürfen die Kommunisten nicht ihre Individualität vergessen. Das ist klar, aber sonst brauchen wir eine massenhafte Bewegung zu entwickeln, weil wir den Kampf für den Frieden ernst nehmen. Der Kampf für den Frieden ist nicht eine rhetorische Parole, ist ein Kampf, der sehr wichtig ist zu entwickeln. Und diesem Kampf sind auch andere Kräfte interessiert. Das müssen wir anerkennen. Das ist eine Tatsache. Zum Beispiel in Italien zitiere ich oft Sergio Romano. Sergio Romano ist ein Journalist der Corriere della Sera, keine subversive Zeitung. Er war Botschafter Italiens in Moskau, das heißt, er hat schon Erfahrung mit der Politik. Und er hat auf diese Weise die Außenpolitik von den Vereinigten Staaten synthetisiert. Die Ambition, der Ehrgeiz von Washington ist, die Möglichkeit zu erringen, einen nuklearen Erststreik zum Beispiel gegen Russland oder gegen China zu entfesseln, ohne Angst zu haben, dass eine nukleare Vergeltung von diesen Ländern gibt. Das heißt, dieses Projekt ist eben das Projekt, eine allmächtige Macht über die Welt zur Verfügung zu haben. Und vielleicht könnte ich meine Rede beenden, indem ich einen Klassiker des Liberalismus zitiere. Ja. Äh,
Lord Acton, das ist ein berühmter liberaler Autor des, des 19. und der Anfänge des 20. Jahrhunderts, hat geschrieben: Die Macht korrumpiert, die absolute Macht korrumpiert in einer absoluten Weise. Der Westen und hauptsächlich die Vereinigten Staaten haben eine absolute militärische und multimediale absolute Macht über die Welt gebildet und versuchen weiterhin diese absolute Macht zu befestigen. Und diese absolute Macht hat stark dazu beitragen, die Vereinigten Staaten und ihre Verbündete und Vasallen zu korrumpieren in einer absoluten Weise, um immer Lord Acton zu zitieren. Unser Kampf für den Frieden ist auch ein Kampf gegen die Manipulation und gegen die absolute Korruption, die die absolute Macht bedeutet. Vielen Dank.